Heute beginnt der 208. Verhandlungstag im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht München. Und trotzdem liegen viele Aspekte der Taten weiter im Dunkeln. Vor allen Dingen, eines der Opfer scheint so gar nicht in das Muster des sogenannten Terrortrios zu passen. Und zwar die Heilbronner Polizistin Michelle Kiesewetter. Zwar gilt der Mord als aufgeklärt, doch nach neuesten Erkenntnissen bleiben Zweifel, ob auch im Umfeld von Michelle Kiesewetter ausreichend ermittelt wurde. Heilbronn, Theresienwiese. Hier ermordete der NSU die 23-jährige Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter und verletzt ihren Kollegen schwer. Die Tat gilt heute als aufgeklärt. Als Alleintäter gelten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Wir haben um die 2000 Zeugen vernommen, wir haben um die 7000 Beweisgegenstände ausgewertet und sind Tausenden von Hinweisen nachgegangen. Dabei haben sich keine Hinweise ergeben auf weitere Mittäter oder auf weitere Mitglieder des NSU. Anwälte von NSU-Opfern bezweifeln, dass das Verbrechen vollends aufgeklärt wurde. Ein Grund? Zwei Beamte aus Kiesewetters Einheit gehörten zeitweise dem rassistischen Ku Klux Klan an. Unter ihnen offenbar ihr Zugführer. In der BKA-Vernehmung leugnet er zu wissen, um welche Gruppierung es sich genau handelte. Er sei der Gruppe beigetreten, um neue Kontakte zu knüpfen, mehr Menschen außerhalb der Polizei kennenzulernen. Eine Umfeldanalyse Kiesewetters könnte wichtige Informationen bringen. Wir reisen in die USA, um den früheren Chef des deutschen Ku Klux Klans zu treffen, Achim Schmidt. Inzwischen ist er ausgestiegen. An die Polizisten kann er sich noch gut erinnern. Wir wollten die Bevölkerung und die Gesellschaft unterwandern und einfach eine Rassentrennung durchsetzen. Beide waren nicht doof genug, dass denen entgangen ist, dass Ku Klux Klan eine rassistische Vereinigung ist. Ein Beleg für den Rassismus, das Einführungsritual. Hier heißt es, ich schwöre, dass ich eine weiße Person nicht jüdischer Eltern bin. Sie haben auch darauf geschworen. Es wurde gefragt, ob es nicht weiße Vorfahren gab oder jüdische Vorfahren gab und ob sie bereit sind, die weiße Rasse zu erhalten. München. Wir zeigen das Interview Anwälten von NSU-Opfern. Auch dem Juristen, der den schwer verletzten Kollegen Michelle Kiesewetters vertritt. Er fordert jetzt Nachermittlungen. Ich habe das nie geglaubt, dass die nicht wussten, was sie da getan haben und welche Hintergründe der Ku Klux Klan hat. Und wenn sich diese Sachen jetzt bewahrheiten, die der ehemalige Chef da gesagt hat, dann ist es ja widerlegt. Dann ist es ja nicht nur nicht vollständig aufgeklärt, sondern es ist widerlegt, was die beiden gesagt haben. Was bedeutet das? Das würde bedeuten, dass es zwingend wäre, die nochmal zu befragen und weitere Ermittlungen aufzunehmen. Nach diesen neuen Erkenntnissen sind die Angaben der Beamten auch eindeutig widerlegt. Ich bin sehr erstaunt, auch dass insoweit bisher keine Nachvernehmung erfolgt ist, jedenfalls nach unserem Aktenstand. Der ehemalige Ku Klux Klan-Chef geht noch weiter. Er berichtet, dass weit mehr Polizisten mit dem Ku Klux Klan sympathisiert hätten, als bisher bekannt sei. Es gab definitiv eine Interessentengruppe von, weiß ich, 5 bis 10, Mann vielleicht auch 20. Uns als Vertreter der Nebenklage liegen diese Informationen, die Sie uns heute mitgeteilt haben, nicht in unseren Akten vor. Wie sollte man damit umgehen? Ich denke, die Bundesanwaltschaft ist jetzt gehalten, sofort Nachermittlungen anzustellen und diese Umstände entsprechend aufzuklären. Umstände, die den Mord von Heilbronn möglicherweise auch für die Ermittler in einem neuen Licht erscheinen lassen.